Herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge Manager-Modus. Hier mit eurem Mysterio-Zocker und unserem österreichischen Nationalteam. So, wir sind noch in der EM-Auslosung. Wir sind noch im Gruppenspiel. Und da steht wohl noch einiges an. Also wir müssen gegen Irland. Wir gucken mal, welche von uns noch... Können wir das irgendwo noch sehen? Wo die Begegnungen? Alle Begegnungen irgendwie? Okay, Dänemark muss gegen Finnland. Wir müssen gegen ihn. Und Spanien muss gegen die Türkei noch antreten. Ja, holla die Walfe. Wird also noch einiges hier passieren. In unserer zweiten Saison mit dem normalen FIFA-Spiel. Zu kleinen Anmerkungen hätte ich ganz gerne noch... was mir jetzt mal auch mal mitgeteilt wurde, dass ich euch mal drum bitten könnte, dass ihr zum Beispiel Videos, meine YouTube-Videos zum Beispiel auch nicht nur liken und kommentieren, weil das finde ich schon extrem nice von euch, dass ihr sie zum Beispiel auch teilen tut auf euren Facebook-Seiten, Twitter-Accounts und weiß der Geier oder mit euren Freunden. Ganz besonders wäre es natürlich super hilfreich, wenn ihr die EP-Mod-Special-Folge zum Beispiel teilen würdet auf eure Facebook-Seite, unter euren Freunden zum Beispiel sagen, tut, hey, guck mal hier, schau mal da, was der junge YouTuber da mal gemacht hat. Extrem nice, oder bleiben wir jetzt bei dem Roten? Ich glaube, wir gehen mal lieber auf den. Und es ist ja umso besser, wenn mehr Leute dieses Video dann halt auch kommentieren, gerade bei dem Special. Ist es dann ja auch extrem wichtig, sag ich mal so. Wenn je mehr Stimmen, umso besser, umso ausgeglichener kann dieses Spiel dann unter Umständen auch werden. So, hier ist Bombenstimmung, was für ein geiles Stadion hier. Ja, und es ist ein EM-Qualifikationsspiel. Ja, dann schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr schon mal Videos von mir geteilt habt oder... sonstiges oder zum Beispiel zu Favoriten zugefügt habe. Es sind ja auch einige wirkliche gute Knüller hier bei mir, ja? Da ist er, unser Alaba. Da. Das war die Hymne. Da geht Percy. Da geht Brady. Da geht Irland, das finde ich so geil. Der Typ heißt wie sein Land. Also wenn das nicht Nationalstolz ist, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt kleines Knüppchen für die Presse. So, wir haben einen französischen Torwart, wollte ich gerade sagen. Schiedsrichter. Hier sehen wir nochmal ganz kurz die Live-Tabelle. Wir stehen mit 12 Punkten richtig gut. Und hier die Aufstellung von Irland in einer 3-4-3 offensiven Stellung. Die wollen es also definitiv wissen. Wir haben aber Glück, wenn wir mit unserer... Jetzt habt ihr ja gesehen, wie die aufgestellt sind. Und jetzt schaut uns mal unsere Aufstellung an. Wir spielen mit 5-2-2-1. Und das bedeutet, die 2 vor der 1 bedeutet, wir spielen mit Flügelspieler. Und das wiederum seht ihr, ja... haben Barnes und Janscher da wirklich freien Raum, Häusner dort wirklich gut anzugreifen. Wir gehen hier auch mal gleich in hohen Druck, ja. Und mit 5 Mann in der Verteidigung sollte das wohl auch kein Problem sein. So. Da sehen wir schon einen, siehste. Boah, oh. Ah, da hätte ich mal nicht. Da hätte ich mal nicht so schnell rennen sollen. So. Falsche Abgabe.
Na? Gib doch mal den Ball hier mal her jetzt hier. Wow. Ah, da kommt er. Nochmal ran. Ah, wir können jetzt leider da nur zum... Ja, das heißt leider. Barnes, Barnes! Barney Barnes! Wow, wow, wow. Aber Martin Harnik ist da, aber kann ihn halt wieder nur ins Aus befördern. Aber das ist mir sowieso denn noch lieber. Oder? Hallo? So, Arnautovic. Sieht da drüben den Mann? Nein! Barnes! Wieso hast du den so blöd angenommen? Ich habe das gesehen, wie sie uns da ausgetrickst haben. Oh, jetzt haben wir den auch noch zur Ecke geballert, ne? Oh mein Gott, Junge. So, ich möchte den lieber halten jetzt. Sind hier so ein bisschen viele von uns. So. Ach. Wir müssen auf jeden Fall den Druck erhöhen. Auf... Oh! Ey, das ist doch hier schon wieder eine verdammte FIFA-Blamage hier. So, Arnautovic. Wir geben den mal rüber. Ach, was war das denn jetzt für ein Scheiß, Alter? Ah, so wurde wohl irgendwie doch nicht so wirklich was mit. Was ist denn? Nee, 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 nee. So wird das nix. So wird das nix. Mir wurde auch schon mal gesagt hier, ja, spiel doch mal auf Weltklasse. Leute, ich muss doch hier auch erstmal so mal wirklich ganz professionell erstmal auf dem Schwierigkeitsgrad klarkommen. Und wenn ich wirklich für mich auch persönlich sage hier, ach, ja, es funktioniert und es ist mir schon, es wäre mir schon zu einfach, dann würde ich das auf jeden Fall tun, Fisch. Ja, aber FIFA ist da so meistens so unausbalanciert, dass ich selbst auf Profi immer noch irgendwie das Ding trotzdem noch reinbekomme hier mit Sebastian Prödel von Werder Bremen. Oder war der jetzt bei Wolfsburg? Ich glaube, nee, Prödel war bei Werder. Wunderschön, wie er da zurückgegangen ist und der zweite, ihn haben eigentlich wie ein Sandwich genommen, ja, wie ein Prödel-Sandwich, aber er hat sich wirklich sehr gut durchgesetzt hier. Oh, ist ja auch wieder mit der Klassen. Oh, sehr gut. Nee. Nee, klein. Nee. Kleine. So wird das hier nix. Auch wenn wir jetzt hier in die Halbzeit wohl mit einem 1:0. Oh. Ey, guckt euch das an, wie die...
Oh, ich hasse das immer, wenn die im Angriff gerade abpfeifen. Aber ey, wir führen hier mit einem 1:0 und wow, Dänemark führt 2:0 gegen Finnland. Und naja, wie es schon fast schon zu erwarten war, führt Spanien mit 1:0 gegen die Türkei. Aber das ist auch noch kein wirklich sicheres Ergebnis für die. Für die Türken wollte ich sagen, hier, für die Spanier. What the fuck, Alter, Junge? Der war so blendend, Alter. Wieso hat er den daneben geballert, Junge? Oh mein Gott, Alter. Das war jetzt eben gerade eine wirklich sehr schöne Kombination. Ja. Ba-b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 a
Das gibt's doch nicht, Junge! Was, wieso rennst du denn daneben, Alter, Junge? Es ist... Wir haben den Schimmelschreno an ihm vorbei, Alter, Junge! Kann er jetzt nicht so schwer sein, Junge? Jetzt hol dir doch diesen verdammten Ballbahns, Alter. Alter, wieso? Wieso spielst du den dahin, Barz, ey? Ey, oh Gott, Alter, das ist... Mir platzt hier gleich schon wieder die Hutschnur, aber... Aber sowas von nur. So. Wen könnten wir denn noch reinbringen? Barnes. Alter. Hab nichts gemacht, hab nichts gemacht. Er wird ja zum Glück eh jetzt gleich ausgewechselt. Hätte aber auch böse ausgehen können, ne? Wir sind da frustriert von hinten in die Beine gerammelt. Also von daher nicht gerade eine der schönsten Momente. So, kein Abseits. Alter, das ist doch schon wieder hier. Ey, leck mich doch am Arsch, Alter. Mann, ey. Ich weiß nicht, vielleicht rege ich mich ja auch einfach nur auf, ohne Grund. Oh nö! Ey, das gibt's doch nicht, Alter. Ja, toll. 1-2, mal gerade gewonnen. Also es war wieder eigentlich ein schönes Spiel am Anfang, aber dieses frustrierende, jedes Mal dieses Ballbeschisse, Alter, Tactical Defense, wie haben die das genannt? Ball Touch oder so? Oh, das ist so nervig, ist das, und so unausgereift, ey, das ist so frustrierend, das geht auf keine Kuhhaut. So, die Spanier haben aber 2-1, habe ich noch gesehen, gegen die Türken gewonnen. Und wenn mich nicht alles irrt, hat Dänemark auch gegen... what the fuck, Alter, Junge? Die haben die Finnen 4-0 weggeklatscht. Was geht? Und die sind unsere nächsten Gegner. Ach, du heilige Scheiße. So. Ola John wurde jetzt auch beobachtet. Die restlichen auch. Heidewitzja, Alter. Heidewitzja. So, klar, selbst wenn wir jetzt gegen die Dänen verlieren, was wir natürlich nicht hoffen, ja, kann uns das trotzdem nicht gefährlich werden. Die Spanier sind noch viel zu weit weg, dass sie noch irgendwelchen Punkte machen können. Ich glaube, mehr als dieses, das wird, glaube ich, auch das letzte Spiel der Gruppen sein. Und von daher, wir sind definitiv weiter. Ja, da müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Und von daher wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Freitag. Vergesst nicht um 16.30 Uhr hier auf Mr. Zocker das Spiel, Prognosenspiel Nürnberg gegen den Hamburger Sportverein. Ganz neu wird es jetzt auch für diese Woche mal kurz geben.
Ihr werdet auch Sonnabend noch ein Spiel, ein Topspiel der Bundesliga aus dem 25. Spieltag sehen. Und am Sonntag, ja, am Sonntag hochexklusiv das Topspiel, das am Montag, also das Montags immer kommt, aus der zweiten Fußball-Bundesliga. Da trifft Kaiserslautern auf den 1. FC Köln. Also, seid gespannt, schaut euch die Prognose an und teilt dieses Video. Ja, alles klar. Bis dann, liebe Zockerfreunde, und haut rein. I wanna do my own thing, but I think I follow the trend. It's been suggested, maybe I wanna be your best friend.